Für die Kunst riskiert die junge Afghanin Malina Suleiman ihr Leben. Selten arbeitet sie bei Tageslicht an ihren Graffitis, die sie an Fassaden sprüht. Ihr Motiv: ein Frauenskelett in einer Burka. Suleiman ist Künstlerin in der Provinz Kandahar. Es ist Taliban-Gebiet und eine der gefährlichsten Regionen des Landes. Die Taliban haben mir gedroht. Ich soll keine Götzenbilder malen und keine Skulpturen fertigen. Sie sagen, der Islam verbiete das. Aber ich möchte bald einige islamische Bilder malen. Ich werde unserem Volk zeigen, dass das nichts Schlechtes ist, sondern einfach Kunst. Suleiman will mit ihren Graffitis die Probleme ihrer Generation darstellen. Das ist nicht leicht an einem Ort, an dem Frauen nur wenige Rechte haben. Vor einem Jahr ist Suleiman einem Künstlerkollektiv beigetreten, das vom Kulturministerium unterstützt wird. Suleiman ist die einzige Frau in der Gruppe. Es ist sehr schwierig für Frauen in Kandahar zu arbeiten. Trotz all der Probleme und Einschränkungen macht Malina tolle Graffitis. Ihre Werke sind gut. Meiner Familie gefällt nicht, was ich mache, weil ich eine Frau bin und in Kandahar lebe. Das ist sehr frustrierend. Doch einer hält viel von ihrer Kunst: Afghanistans Präsident Hamid Karzai. Er hat Suleiman vergangenes Jahr in seinen Palast nach Kabul eingeladen. Seitdem lebt die Künstlerin in der Hauptstadt und genießt etwas mehr Freiraum. Ihre Werke aber hat sie auch schon in einer Ausstellung in Kandahar zeigen dürfen.